Die 41-jährige Mutter Ulrike Kampf wurde vom Freund ihrer Tochter Lena angerufen. Die Auszubildende hatte einen Unfall. Was ist denn mal passiert? Ich wollte mich im Café mit ihr treffen und dann habe ich die Sirenen gehört. Und da habe ich direkt gemerkt, mein Herz blutet, da ist irgendwas falsch. Und bin dann zur Straßenbahn und da lag sie und da waren mehrere Leute. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Hast du denn irgendwas gesehen? Was genau ist passiert? Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein Unfall. Du hast am Telefon gesagt, es ist ein Unfall passiert. Ja, aber ich weiß nicht, wie es passiert ist. Vom Rettungsteam wurde uns Frau Kamp übergeben, 21 Jahre. Sie war leider Opfer eines S-Bahn-Unfalls. Auch wenn jetzt die oberflächlichen Verletzungen erstmal relativ harmlos waren, ist das nicht zu unterschätzen, denn die S-Bahn war im Abbremsemanöver, beziehungsweise konnte noch gerade abgebremst werden. Aber genau das ist auch fatal, denn trotzdem kann durch die Wucht des relativ schlimme Folgen entstehen, beziehungsweise schwerwiegende Verletzungen immer noch festgestellt werden. Ihre Tochter wurde von einer Straßenbahn erfasst, beziehungsweise von einer bremsenden Straßenbahn. Wir wissen nicht genau den Grund, wie es dazu gekommen ist, aber wir sind gerade noch mitten dabei in der Diagnostik. Wir haben bisher gesehen, sie hat hier oben eine relativ kräftige Kopfplatzwunde, zudem großes Hämatom hier. Weitere Verletzungen konnten wir nicht feststellen. Der Zustand ihrer Patientin ist soweit stabil von den Vitalparametern. Das Einzige, was uns so ein bisschen Sorgen macht, sie ist nicht so richtig gut ansprechbar. Sie hat zwar jetzt auch starke Schmerzmittel bekommen. Kann das sein, dass sie auch stirbt oder so? Die Patientin ist im Anführungszeichen grünen Bereich, auch wenn das erstmal alles gar nicht so aussieht. Wenn die Frau Kamp jetzt erstmal Richtung Radiologie angemeldet, hast du sie ja, Christian, ne? Angemeldet ist sie. Wir können direkt. Herr Doktor, kann sie sich dann an alles erinnern? Auch vor ein paar Stunden, noch vor dem Unfall, meine ich jetzt. Also präzise meine ich jetzt Stunden vor dem Unfall? Ja, genau. So halbe Stunde, Stunde. Ja, das sind ja alles nur Mutmaßungen. Ja, wir haben über Hochzeit geredet, geplant. Ja, was hat es jetzt damit vor zu tun, ob sie sich daran erinnern kann? Das kann ich jetzt ja, das ist ja wichtig. Das ist ja also ist wichtig. Natürlich. Das ja nochmal neu planen. Also natürlich können temporäre Amnesien immer mal entstehen. Ja, also gerade traumatisch bedingte Kopfverletzungen können dazu führen, dass der Zustand manchmal, ja, es zulässt oder nicht zulässt, eben, dass die Patienten sich nicht mehr an alles erinnern. Hauptsache ist doch wirklich, dass sie jetzt gleich gesund wird. Genau, das ist doch ja, natürlich. Das wollte ich ja nur nachfragen. Das ist das Wichtige. Hat sie denn noch irgendwelche ihre Handtasche dabei, dass ich sie mitnehmen kann oder so? Vom Rettungsteam gab es bei der Übergabe noch die Handtasche der Patientin. Die hat wahrscheinlich das Handy benutzt und ist wahrscheinlich dann. Ja, das kann sein. Gelaufen und hat nicht gesehen, dass da die Straßenbahn kommt. Gehe ich mal von aus. Ja, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also so schusselig ist sie auch nicht. Sie schaut zwar auf ihr Handy, aber. Ich das jetzt nicht gemeint, aber du weißt ja, manchmal ist sie vielleicht ein bisschen abgelenkt gewesen. Wichtig ist, dass die Patientin jetzt in die Radiologie kommt und wir weitere oder schlimmere Verletzungen ausschließen können. Und dann, an was sie sich genau erinnern kann und an wie viel, das wird sie uns dann hoffentlich bald mitteilen können, sobald sie sich ein bisschen besser stabilisiert hat, ja. Dass sich die Angehörigen besondere Sorgen machen bei Patienten, das ist natürlich auch verständlich und das haben wir tagtäglich hier. Bisschen komisch war aber, dass es hier ganz gezielte Fragen gab zu dem Zustand der Patientin beziehungsweise wie weit sie sich zurückerinnern kann. Und da wollte der Freund einen ganz bestimmten Zeitraum wissen. Warum, das sollten wir später erfahren. Sobald wir Neuigkeiten haben, kommen wir natürlich dann auf Sie direkt zu als Mutter beziehungsweise als Freund und als Ersthelfer. Ja. Wie gesagt, alle weiteren Fragen. Wie ich kann noch nicht sagen, ob sie jetzt die Alte wird oder ob sie jetzt überhaupt beim Bewusstsein... Wir gehen jetzt erstmal davon aus. Wichtig ist jetzt aber, dass wir keine weiteren schlimmeren Verletzungen feststellen. Und das ist nur eben bei diesem Hämatom. Das ist doch erstmal die Hauptsache, dass sie wieder gesund wird, dass sie wieder mit ihr sprechen kann. Aber ich bin ja so froh, dass der Patrick wenigstens da ist. Dann bin ich nicht alleine. Sie hat mich sofort angerufen. Natürlich, das ist selbstverständlich, dass ich dich anrufe. Du bist meine Schwiegermutter, fast Schwiegermutter. Ja. Der Freund der Patientin war sehr charmant, hilfsbereit, freundlich. Es sollte sich aber nachher herausstellen, dass er eigentlich viel mehr wusste über den Unfallhergang, als er erzählt hat. Lenas Mutter hält jedoch noch große Stücke auf ihren Schwiegersohn in Spee. Zudem überlegt Ulrike verzweifelt, wie ihre sonst so umsichtige Tochter direkt vor eine Straßenbahn laufen konnte. Bei dem Unfall verletzte sich auch Birte Ludwig. Die 58-Jährige stand in der Tram und hat das Unglück kommen sehen. Frau Ludwig, wie geht's Ihnen denn? Ja. Den Umständen entsprechend, ne? Ja, Herr Doktor, bevor Sie irgendwas sagen, was ist denn mit dem Mädchen passiert? Geht's der gut, die eben eingeliefert worden ist? Ah, okay, dann war das die gleiche S-Bahn, gehe ich davon aus. Haben Sie das mitbekommen? Ich habe das genau gesehen. Also ich war in der S-Bahn, ja, stand dort und am Haltegriff. Dadurch ist das ja überhaupt passiert mit der Schulter. Und dann konnte ich genau sehen, die lief über die Straße völlig panisch. Wer hat die S-Bahn gar nicht gesehen, als wenn irgendjemand hinter ihr her wäre. Interessant auf jeden Fall, ja. Aber Sie müssen verstehen, so detailliert dürfen wir leider keine Patienteninformationen weitergeben. Frau Ludwig war eine sehr taffe Patientin, weil man muss sich mal vorstellen, das ist wirklich eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit, so eine Schulterluxation.
Aber was an der Stelle auch nicht zu missachten war, ist, dass sie uns noch wirklich sehr, sehr wichtige Hinweise auch gegeben hat zum Unfallhergang von Frau Kamp. Frau Ludwig, jetzt geht's aber erstmal um Sie. Die Schulter tut weh und die ist luxiert. Das bedeutet, sie ist aus dem Gelenk draußen. Das kann passieren. Das ist das nämlich, was die Schmerzen bei Ihnen verursacht. Und Sie können dadurch ja die Schulter auch nicht mehr richtig bewegen. Die Schulter muss wieder zurück in Ihr Gelenk, beziehungsweise muss wieder in die Pfanne. Genau. Und das tut ein bisschen weh, aber nur kurzzeitig. Aber wir versuchen das mal. Ansonsten müssen Sie eventuell sogar operiert werden. Die Infusion kommt einmal ab, Nancy, bitte. Ja. Die Bilder habe ich mir schon angeguckt. Sie müssen gleich ein bisschen mitarbeiten, Frau Ludwig. Mhm. Und glauben Sie, wenn das klappt, lassen die Schmerzen relativ schnell wieder nach. Stehen Sie einmal auf, nicht stolpern, dann kommen Sie einmal hier rüber. Genau. Kommen Sie einmal. Schauen Sie mal, hier bei uns kriegen Sie einen Sitzplatz. Haben Sie keinen bekommen, weil die Bahn so voll oder was war ja, los? Ja, ist ja oft so. Ne? Ja. Also wenn die Bahn voll ist, steht ja heutzutage auch keiner mehr auf. Ne? Ja, Mensch. Für so junge Fahrgäste nicht, Frau Ludwig. Ich sag Ihnen das. So. So. Alle charmanten Worte in Ehren, aber Frau Ludwig, jetzt muss ich Ihnen einmal gleich wehtun. Es geht um Folgendes. Sie setzen sich bitte einmal mit dem Hintern hier in die Mitte drauf, ganz mittig, drehen sich einmal um und strecken die Füße nach dort drüben. Um die Schulter zu reponieren, gibt es verschiedene Arten, sie wieder in den Ursprung zurückzuversetzen. Hier gibt es Techniken von Hippokrates über Koch, aber in diesem Fall haben wir uns für eine Davos-Methode entschieden. Hier wird die Schulter versucht, mit Hilfe der Patientin wieder in die Ursprungsposition einzuringen. Wir werden dieses Bein einmal mal anwinkeln ja. Und so weit wie es geht hier vorne hinschieben. Ja. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Ist keine Form von Extremsport, sondern wir versuchen tatsächlich die Schulter wieder in den Ursprungsort. Dann gibt es nur den Arm, den strecken Sie aus. Ist okay. Und den Arm auch. Ich brauche beide. Ich weiß, das tut ein bisschen. Ja, das tut ein bisschen weh. Ah. Ah, ja, ja. So, dann machen wir das so. Dann okay. Sie machen das super. Mal loslassen, locker lassen. Vorläufig locker lassen. Nach vorne beugen. Ah. Nee. So, und jetzt diese Hände einmal, so wie als ob Sie beten wollen würden. Das ist auch schon mal gar nicht mal so. Machen das super, Frau Ludwig. Alles super. So, dann die Hände noch ganz. Die Unterarme ganz doll gegen das Knie pressen und die Hände so ausstrecken. Wunderbar. Und jetzt habe ich keine Schweinerei mit Ihnen vor, sondern Sie müssen jetzt hier einmal so ein bisschen geknebelt werden. Und dann machen wir das nämlich so, dass wir den Kopf jetzt einmal in den Nackenbereich reinlegen. Den Kopf in ganz nach hinten. Genau, ich bin hier, ich stütze ihn. Die Schultern ihn runterdrücken, genau. So, kann ich irgendwas machen, Freddy? Oder? Nee, alles wunderbar. Ich halte nur, ne? Genau. Und wenn ich jetzt, okay. Jetzt werden wir sie ganz leicht nach hinten, sie werden sich jetzt nach hinten leicht fallen lassen. Ich werde hier so ein bisschen quasi nachhelfen. Gegen mich? Genau. Und dann wird es gleich ungefähr, wenn ich das jetzt noch nach vorne ziehe, müsste es eigentlich schon. Okay. Okay, haben wir's? Ja, ich glaube schon. Nach einem Ploppgeräusch war ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass der Oberarmkopf wieder in seiner Ursprungsposition zurückgeschnallt ist. Ich habe es auch direkt überprüft. Die Patientin hatte zwar immer noch leichte Schmerzen, das ist natürlich auch klar bei so einem traumatischen Erlebnis. Dennoch war die Schulter aber wieder zu mobilisieren. Ich denke auch in ein paar Wochen und mit ein bisschen Reha oder beziehungsweise Schonung erst und dann Reha wird sie auch ihre Schulter ganz normal wieder bewegen können. Ich bleibe dann erstmal dabei und genau. 10 Minuten danach fahre ich sie zum Röntgen. Perfekt. Und dann gehe ich Christverband. Birte kann die Klinik noch am gleichen Tag verlassen. Frederik Seehauser geht jedoch nicht aus dem Kopf, dass die 58-Jährige seine andere Patientin Lena vor dem Unfall mit der Straßenbahn als vollkommen panisch beschrieben hat. Bei seiner Visite wenig später zeigt sich dem Arzt, wovor die junge Frau offenbar solche Angst hat. Ich wollte nach Ihnen schauen. Es ist ein bisschen Zeit ist ja schon vergangen. Haben die Kollegen schon mit Ihnen gesprochen? Ja, bei mir ist halt immer noch schwindelig, ne? Ja, ist ja auch verständlich. Ja. Sie haben ja, bitte. Ja. Ach, der junge Herr, den kennen wir ja schon. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Sag mal, er soll sofort raus. Nein, du gehst raus. Was? Wegen ihm ist alles passiert. Bitte sorg dafür, dass er hier weg ist. Bitte. Hat sie irgendwie noch was am Kopf oder so? Ist sie irgendwie noch benebelt? Eigentlich habe ich mit einer ganz anderen Reaktion von meiner Patientin gerechnet. Aber als sie ihren Freund mit dem Blumenstrauß gesehen hat, da hat sich die Situation plötzlich schlagartig gekippt. Und alle im Raum waren ziemlich verwundert, wie es dazu gekommen ist. Ich möchte meine Ruhe haben und dass er weg ist. Gut, das ist ja total süß von Ihnen. Bescheuert? Nein. Also, wir artikulieren uns mal vernünftig hier. So, Sie hören ja gerade, Sie möchten. Ja, ich habe Ihnen ganz viel zu sagen, denn ich arbeite hier. Das ist total süß von Ihnen mit den Blumen, aber es wäre schön, ja, wenn Sie jetzt dann den Raum verlassen würden. Sie sehen ja, dass Sie nicht möchten. Ich werde ja wohl mit meiner Freundin noch anständig reden. Sie ist aber gerade nicht besonders erfreut, dass Sie da sind, wie Sie merken, oder? Ich weiß nicht, ob sie erfreut ist oder nicht. Ich bin ihr Freund und ich will gerne mit ihr reden. Ja, wunderbar, klasse. Doch, natürlich habe ich Ihnen was zu sagen, weil ich arbeite hier und Sie sehen, dass Sie es nicht möchten. Wir können das ja ganz schnell beenden. Wir machen das folgendermaßen so. Anscheinend kommt es ja hier irgendwie zu einem Missverständnis.
Wir würden uns wünschen, wenn Sie vielleicht kurz vor die Tür gehen. Ansonsten können wir ganz schnell auch den Sicherheitsdienst benachrichtigen. Vor die Tür gehen? Sie Hampelmann müssen Sie mir gar nicht erklären. Hampelmann? Ja? Hören Sie mal, was haben Sie für einen Ton drauf? Wir können das doch abkürzen. Wir rufen sofort die Polizei. Polizei, übertreiben Sie aber. Was ist denn? Nee, doch, ich übertreibe ja gar nicht. Entschuldigung. Was Entschuldigung? Hier ist Lena, die möchte dich gerne sehen. Sag mal, Lena, ist das Patrick? Erkennst du Patrick nicht wieder? Mir geht's immer noch nicht gut und ich möchte, ich bin nicht betäubt oder sonst was. Ich möchte den nicht mehr sehen, nie wieder. So. Also sie hat es ja ganz klar gesagt. Was ist los mit so, dir? Einmal hier raus. Sie hat es doch jetzt ganz klar gesagt. Sie möchte es nicht. So, sie möchte es nicht. Sie werde ich noch verklagen. So, ja, wunderbar. Verklagen Sie, wen Sie wollen und Hampelmänner gibt es hier gar nicht. So. Wie schon die Hampelfrau. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss, schönen Tag noch. Sag mal, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was ist hier eigentlich los? So. Er hat mich schon ein paar Mal geschlagen. Ich hab ihm gesagt, es reicht mir langsam, weil es geht nicht mehr. Dann wollte ich mich von ihm trennen, habe mit ihm Schluss gemacht. Dann hat er mir damit gedroht, mich umzubringen. Und deswegen ist es auch alles passiert. Ja, aber... Wegen ihm, weil er mich schon ein paar Mal geschlagen hat und mir so sehr gedroht hat. Nur weil ich Schluss gemacht habe. Der hat zwei Gesichter, der Typ. Der ist nicht normal. Der ist mal so, mal so. Aber nur mal ganz kurz im Unfallhergang. War das dann so, dass er sie dann auch in dem Fall bedroht hatte und sie gar nicht, quasi in Anführungszeichen, nicht freiwillig oder unabsichtlich gegen die Bahn gelaufen, sondern dass er hinter ihnen her war? Er war hinter mir her. Ich habe Schluss gemacht. Mhm. Er hat mir gedroht, meinte, ich werde dich umbringen. Natürlich habe ich dann Angst gehabt, weil er mich schon ein paar Mal geschlagen hat. Bin losgerannt, er ist hinterher und dann ist alles passiert. Und jetzt kommt er mir hier mit den Blumen an. Ich brauche seine scheiß Blumen nicht. Aber Lena, weißt du, was ich nicht verstehe? Warum hast du mit mir darüber nicht gesprochen? Weil ich das erstmal selber regeln wollte. Ich dachte, ich kann das vielleicht selber klären alles. Ich wusste ja nicht, dass es so kommt. Jetzt ist es aber nur mal so passiert. Mit häuslicher Gewalt ist nicht zu spaßen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Die gehen meistens so vor, die Paten, dass sie einen ummanteln, gut behandeln und auf den Thron setzen wie so eine Prinzessin. Und nach und nach kommt dann erst das wahre Gesicht zum Vorschein. Und bis man das verstanden hat, das dauert tatsächlich auch eine Zeit. Und wenn man das aber dann verstanden hat, dann ist es wichtig, die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen und sich einfach auch an der Stelle Hilfe zu suchen. Dann können wir ja froh sein, dass jetzt erstmal nicht zu viel passiert ist dadurch. Also was wir in der Radiologie festgestellt haben, war, dass wir eine starke Rippenprellung sowie eine Rippenfraktur haben im linken Rippenbereich. Zudem gehen wir davon aus, dass sie eine Gehirnerschütterung haben. Das sind die Symptome wie Schwindel und die Lichtempfindlichkeit sowie Übelkeit. Aber mehr ist nicht passiert. Also sind da wirklich, was des Wortes, mit einem blauen Auge noch davon gekommen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst. Ich meine, was können wir jetzt machen? Kann er jetzt hier so reinkommen? Wird sie jetzt also bewacht? Ich kenne ihn ja gar nicht. Also hier im Krankenhaus passiert, wird wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Wir haben aber auch, wie gesagt, unseren hausinternen Sicherheitsdienst. Also sie sind hier auf jeden Fall sicher. Und wie gesagt, alles Weitere kann ich Ihnen nur empfehlen, es weiter an die Polizei zu geben. Ich werde dann schon mal unten Bescheid sagen, dass... Sag mal Bescheid. Dass hier ein Herr vielleicht nicht mehr in Zutritt gewährt wird. Ne? Dann melde ich mich später nochmal bei Ihnen. Die Patientin zeigte ihren Ex-Freund an und sah den 23-Jährigen nie wieder. Lena versprach ihrer Mutter, ihre Probleme zukünftig nicht mehr mit sich allein auszumachen. Die junge Frau kurierte ihre Gehirnerschütterung aus, ihre gebrochene Rippe ist verheilt, ebenso wie ihr Herz.